So, wieder da bei Lies of Pi. Mit dem Heuneck da vorne. Buffen wir uns erstmal durch. Erstmal die Waffenhaltbarkeit hochbringen. Ich weiß nicht, was meine Pumpschnur bei dem anrichten kann, aber ich könnte mich mit Wurfzeug ausrüsten. Weil ich habe ja noch hier mein scharfes Rohr. Und meine Wurfzelle. Dann machen wir das mal einfach so. Habe ich hier noch irgendwas, was ich cool benutzen kann? Attributswiderstandsampulle, Legionsmagazin. Nö. Nö. Aber ich habe gerade gesehen, ich habe noch das Ergo des Parademeisters. Das könnte ich vielleicht auch mal irgendwann einsetzen. So, und jetzt werfen wir erstmal. Wow, Junge. 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 Ja, easy. Okay. Habe ich zwar die Wurfzellen verschwendet. Aber ich habe eine wieder. Und da vorne ist eine dicke Kiste. Na, nicht runterfallen. Wie komme ich hier runter? Wahrscheinlich da vorne irgendwo eine Leiter und dann kann ich einmal rundherum. Was ist das denn für eine coole Kiste? Lebensamulett. Kann unter Menü Ausrüstung Amulett ausgerüstet werden. Ausrüstung. Moment. Ausrüstung, Menü, Amulette. Erhöht maximale Lebenspunkte. Ein Amulett, das an deiner Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können in das Symbol eingeprägt werden, um besondere Kräfte. Ah, okay. Kein Plan. Macht mehr Lebenspunkte. Nehmen wir mit. So. Benutzbare Gegenstände. Kostüm. So. Ja, mehr Lebenspunkte ist immer gut. Jetzt aber mal gefragt, wie komme ich hier runter? Aber das ist Stargazer! Oh mein Gott! Yes! Ah, alles klar. Hat sich doch gelohnt. Ich weiß noch nicht, warum ein Stargazer, womit man Stars gazt, in einem geschlossenen Raum ist. Moment, und ich habe ja jetzt noch mein ganzes unbenutztes Ergo-Fragment, Kappes-Zeug. So, haben wir ein trübes Ergo-Fragment. Benutzen 4 Stück. 400, nice. Benutzen 3 Stück. So, und das dicke Ding des Parademeisters. Und auch das sah sehr nach Rune zerdrücken bei Eldring aus. So. Lager benutzen. Warum kann ich. Ach, ich muss. Muss ich jetzt zurück zum Hotel, ne? Ja. Um. Ach, Hotel Grad Viereck, alles klar. Um aufzusteigen. Da muss ich, glaube ich, zur Sophia jetzt erstmal. Bevor ich das an allen Stargazern machen kann. Da ist er. Das ist so schön hier. Sauber machen will ich das hier nicht. So. Das wäre sehr nett. Oh, was hat er denn noch zum Reden? Das Ergo. Ergo is the miracle that made Krat prosper. Without Ergo, there would be no automated puppets to make Krat wealthy. When you move, you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. Das klingt logisch. In the folklore of Krat, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Interessant.
Ach, ist der Jiminy in meiner Lampe? Okay. Warte. Was ist das? Das Monats? Ja. Ha. Huh. Eine kleine Lampe mit einer Grillenförderpuppe im Innern. Sie erhält die Dunkelheit mit einem schwachen Licht. Hab keine Angst, auch wenn du dich bei Nebel verirrst. Der Grillenführer wird bei dir sein. Grillenführer. Ist jetzt eine ungünstige Übersetzung. So, aber jetzt steigen wir erstmal auf hier. Taka, taka. Ich brauche Ausdauer, und zwar jede Menge. Ausdauer geht über Stärke und auch nur über Stärke. Warum? Das ist doch doof. So, machen wir einmal LP. Ich kann ja jetzt echt nur rumlunzen hier, ne? Maximale Ladung. Das Gewicht. Entschlossenheit war Verteidigung. Technik macht dasselbe wie Entschlossenheit. Okay, machen wir da mal. Komm, gehen wir da mal. Gehen wir auf Geschicklichkeitswaffen, auf Technikwaffen hier. Noch einmal Vitalität. Stärke habe ich da. Fortschritt. So, nicht genug Ergo. Jo. Erstmal so. Mal eben 8000 Ergo verballert. Das könnte die ganze Thematik jetzt deutlich leichter machen. Dann teleportieren wir uns mal zurück. Alles Klärchenbärchen. Also nur gucken, wo ich da war. Ein Haus auf dem Elysium Boulevard. Ich hoffe, das ist da, wo ich gerade war. Weil ich will nicht alles nochmal durchrennen jetzt. Komm. Ah, die Ladezeiten. So lang! Ah, ein Händler. Was machst du denn hier? Why, hello. I didn't know anyone was alive out here. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Natürlich. Was hat er denn? Waffe. Kopf eines Elektrospulenstocks. Okay, der scaled mit Fortschritt. Okay, interessant. Aber für mich gerade erstmal nichts Interessantes dabei. Bleiben wir erstmal bei der Standardwaffe. Das ist Blitz. Taste drücken. Passiert da irgendwas? Nein, natürlich nicht. Dann müssen wir ja hier lang. Was war das? Oh no, ist da unten wieder so ein Elektro-Doggo. Boah, diese Balancierbretter hier. Oh, der war gut platziert. Die Ecke hier ist ein bisschen schäbig. Also immer schön um die Ecken gucken hier. Sturmangriff, einfach rein! Da drüben liegt... Ist hier irgendeiner, der schmeißt? Weil das sieht halt auch schon wieder an. Ja! Ja! Richtig! Kann ich gegen... Da ist eine Leiter. Weil das sah für mich jetzt sowas von nach einer Falle aus. So ein ganz exponiertes Item. Und auch richtig schön in sich. Also das... Das musste man riechen. Okay, du bist tot. Ein Reiseführer. Aber jetzt habe ich jetzt nicht gelesen. Den muss ich lesen. Da, Teil 2.
Die Attraktion des Monats, die Alchemistenbrücke. Die Alchemistenbrücke ist die Brücke am Elysium Boulevard und der Hauptweg zum Rathaus von Krat. Das Zeichen der Alchemisten, der heilige Ouroboros, ist passenderweise in die Brücke eingraviert. Das zeigt nicht nur, dass die Alchemisten eine mächtige und privilegierte Klasse sind, sondern auch enorme Mengen an Geld in der ganzen Stadt gespendet haben. Dank der ausgeprägten Kultur der Philanthropie in Krat findet man Gebiete, die nach prominenten Persönlichkeiten benannt sind. Ganz nach dem Motto der Stadt, die Bürger sind die Eigentümer der Stadt. Okay. Die bekannteste Attraktion ist die Rosa-Isabel-Straße. Sie ist nach der Kulturförderin Lady Isabel Monat bekannt, wie die Lampe. Wenn man jedoch die Heirat der Dame mit dem Anführer der Alchemisten Valentinus bedenkt, dann fragt man sich, wer wirklich die Kontrolle über Krat hat. Die Vereinigung der alten Familien von Krat und der Organisation der Alchemisten wird in dieser symbolischen Darstellung ersichtlich. Da das gefürchtete Ouroboros-Zeichen auch auf der Mauer des Rathauses eingemeißelt ist, ist es offensichtlich, wem die Stadt Krat gehört. Bewertung 3 von 5, ein guter Ort, um etwas über den Anfang, das Ende und das Wesen von Krat zu erfahren. Reporter Medoro. Dieser Reiseführer wurde mit Unterstützung der Firma Vinini erstellt, reflektiert jedoch eventuell nicht die Meinungen der Firma. Okay. Der Disclaimer musste da rein. So, da kann ich nicht mehr hoch. Okay, darüber. Aber jetzt holen wir uns erstmal dieses... und hier kommt man runter. Ich mag balancieren nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich auch irgendein Kapitel, den ich nicht brauche. Ein Ergo-Fragment. Meh. Könnte schlimmer sein. Da unten liegt noch mehr Zeug rum. Schau. Oh. Wer hustet? Hin. Oh. Oh. Das war der klassische Resident Evil Jumpscare. Oh, und du bist auch noch dran. Oh. Oh shit. Den wollte ich. Komm. Easy. Easy. Ah, dieses Zurückweichen nach dem schweren Angriff ist... Nein. So, was ist das? Ist das eine Bombe? Es sieht aus wie eine Bombe. Oder irgendeine Art Falle. Ich will das nicht anfassen. Bitte. Kann ich damit nach... Ja, ist es eine Falle. Alles klar. Wie lange... Oder ist das jetzt permanent? So. Okay, da ist keine Ecke. Mal einen Schluck Kaffee. Was haben wir denn da? Standard-Isolierungskonverter. Der Werkstatt-Gewerkschaft. Was zur Hölle? Das klingt wahrscheinlich im Englischen alles deutlich mehr anders. Besser. Moment, da. Das ist ein, das kann ich ausrüsten, Anbauteil für die Attributswiderstandsfähigkeiten von Puppen. Okay. Okay, okay, okay. Wo war denn jetzt mein... Ausrüstungsmenü, Ausrüstung da. Amulette. Okay, das Gewicht ist erhöht, aber alles andere ist deutlich erhöht. Bauen wir doch mal ein. Kartusche, Fütterung. Alles klar, das ist jeweils ein... Das ist jeweils eine andere Kategorie. Also ein Rahmen, ein Konverter... Eine Kartusche und eine Fütterung. Das hätte man vielleicht ein bisschen deutlicher machen können. Aber jetzt weißt du Bescheid. Wer hustet hier? Is that you, Murphy? Oh, I guess not. Sorry, I thought you were my friend. Murphy,
Murphy is a super cool police officer. As a puppet, even the petrification disease can't get him. I wish I was like him. You should leave, so you don't catch the disease from me. Na, keine Sorge. If only we could play together like we used to. Murphy, I miss you. Okay, also das ist, es ist sehr, sehr Bloodborne inspiriert. Leuchtendes Ergo-Fragment. So, kommen wir jetzt hier noch mit Doggos aus dem Fenster gesprungen. Moment, kann ich mit allen erleuchteten Fenstern reden? Nee, alles klar. Ist da noch irgendein so ein Hunde? Kommt da noch irgendeiner runtergesprungen? Wo führt mich denn die Leiter hin? Oha, vier Stück. Ein raus, zwei raus. Easy. Oh, Nummer 3. Das sah jetzt gefährlicher aus, als es am Ende war. Ich mag halt nur diese Bomben-Elektro-Blitz-Dinger hier überhaupt nicht. Ah, da ist nochmal. Was ist noch ein Dusch? Und ich höre hier links irgendwas von mir. Aber die Frage, ist das abgeschlossen? Das zu drücken? Ja. Da vorne war aber noch eine Leiter irgendwo. Irgendwo habe ich da noch eine Leiter gesehen. Da. Gucken wir mal, wo ich da hinkomme. Wait. I can sense something strange. Jeepers. Is that a butterfly? What? Why is the ergo reacting like that? If you want to check it out, I can take point. Was geht ab? Was macht der Schmetterling? Hä? Okay. Dimensionaler Schmetterling. In manchen Teilen von gerade erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling. Monatslampe kann den Schmetterling aufspüren und leuchtet rot auf, um auf seinen Aufenthaltsort hinzuweisen. Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwindet der Schmetterling in eine andere Dimension. Töte ihn, um nützliche Materialien zu erhalten. Ah! Okay. Was habe ich jetzt gekriegt? Eine Information. Cool. Mal eben die Waffe schleifen. Und weiter geht's. Der ist leicht paranoid. Oh, ich höre schon wieder. Ah! Da ist hinter dem Fenster, da sieht man doch eine Silhouette. Gucken wir mal, was die gute Person zu sagen hat. Oh. This must be your first time in the Petrification Disease Quarantine Zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. May I ask you a favor? My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. A baby must be with its mother. Please go to Crart City Hall and bring me my baby.
Ja. Thank you so much, kind one. I can finally see my sweet Elena's face again. Please hurry. Hard scales spreading across my eyes. Before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Bezweifle ich. Ich würde das Baby auch irgendwie ungern wieder hier hinbringen. Und ich glaube, diese Questreihe könnte ziemlich dunkel werden. Und das hier ist jetzt auch ein guter Moment, um ein Päuschen zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und gucken mal, wo uns die ganze Thematik hier hinführt. Weil ich habe gerade echt den Überblick verloren, wo ich hier überhaupt bin. Aber ich glaube, die Richtung stimmt im Allgemeinen. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Adios. Und tschüss.